Hey, liebe Leute, was geht so? Hier ist wieder euer Crush for the Wicked hinein, zurück bei Let's Play Pokémon Xenoverse. Im letzten Part haben wir diese Route noch durchgemacht und dabei hat sich doch endlich hier unser neuestes Teammitglied endlich zu Fatail weiterentwickelt. Es waren wahrscheinlich wirklich die Sympathie nötig, weil das Level 42 kommt mir wirklich wie ein seltsames Level vor für eine Entwicklung. Aber ja, auf jeden Fall ziemlich gutes Pokémon, wie man deutlich feststellen darf. Mit passablen Werten und richtig schnell. Also es ist tatsächlich mein schnellstes Pokémon. Gut, man muss zugeben. Jetzt im Vergleich zu den anderen ist es nicht besonders so extrem angriffsstark. Aber es tut den Job auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein Speed-Pokémon. Und ich werde es trotzdem weiterhin nehmen. Immerhin hat es auch passabler. Immerhin ist es trotzdem vieles stärker, als es schon vorher war. Und jetzt sind wir endlich in Hyphelion City angelangt. Oh. Ah, der Typ. Von der Arena. Weil stimmt, hier gibt es auch eine Arena. Und die Stadt der Musik heißt es. Heißt es also, wir werden jetzt einmal auf einen Sound-Arena-Leiter treffen, von den neuen Typen Sound? Da überlege ich mir gerade was, weil ich habe mich nämlich über dieses Drachen-Pokémon, das wir bei einem der Trainer erleben durften, tatsächlich ein bisschen schlau gemacht über den Pokédex, über die Habitate und tatsächlich finden wir es dort vor, wo wir schon mal waren. Deswegen, ja, glaube ich, werden wir erstmal hier uns in der Stadt mal umgucken und danach, am Ende, werden wir unsere Zeit damit verbringen, versuchen, das Vieh zu fangen. Ich hoffe, das findet man auch am Abend oder in der Nacht, weil, ja, ich nehme da das gerade noch in den nächsten Part des aktuell noch in der, am Abend auf, also, ja, schauen wir mal. Oh, look who's here, Alice. It really is you. You remember your number one friend, right? Ist es immer derselbe Typ? Well, anyway, welcome to Hyphelion City, music's heaven. If my hunch is right, I'd say you came to this town to snag a new badge, don't you? Ja, schon. I know you like the back of my hand. But you see, you couldn't have chosen a worse day to come here. Was ist los? I'll have you to know that all activities in town, gym challenges included, will be suspended due to the big event that Wallace Daddy is going to hold here tomorrow. Wallace Daddy? Really? You know nothing about it? It's been everyone's lips lately. Do you live in Xenoverse, maybe? Hat er nicht ganz Unrecht. Tomorrow, Wallace Daddy, Eldu's most acclaimed singer, is going to perform just to present his new song. Der Arenaleiter selbst, das ist er doch, oder? What does this have to do with the gym being closed for challenges? Well, Daddy, other than being super famous among young fans for his music, is also a renowned trainer. He's a Hyphelion City's gym leader, do you see now? Ich hab's doch gewusst. Ja, und wenn er schon singt, es muss ein verdammte Sound-Arena sein. Da brauche ich dann erst den Drachen-Pokémon. Ich meine, gut, ich habe noch meinen Elektrovogel, weil Elektro-Pokémon sind auch gut dagegen, aber dennoch. Drachen-Pokémon sollten vielleicht auch lieber mitmischen. Oh, I had an idea. The gym won't host trainers for a while, so I have nothing better to do than stay twiddling my thumbs. So how about we do a little tour to the city? Come on, come with me, I'll be your guide to the wonders of this melodical metropolis. Oh, ist das ein Skater? Oh, das sind interessante NPCs hier. Oh, was ist denn das? Oh, ein Krabums! Ein Krabums-Graffiti auf dem Haus drauf und... Alter, das ist ja voll geschmiert, das eine... Was ist das hier? This building is nothing less than the hip-top store, the fashion brand renowned in old Ildu. Warte mal, können wir da endlich mal neue Klamotten kaufen? Ich dachte, das würde gar nicht vorkommen in dem Spiel, weil die einzigen Male, wo wir unsere Klamotten gewechselt haben und sogar noch im Kampf, war in der, war natürlich in der letzten Arena von Casper. The clothes you see here on display are part of Daddy's branded collection. He's the brand's creator. If you like compulsive shopping, this is the perfect place for you.
Keep an eye on how much you spend, though. Nothing's cheap here. Enough with the chit-chat. Let's proceed with our tour. Ja, ich brauche das Geld da vor allem eher für... Warte mal, war das sogar noch ein mega... Oh, das muss wohl die Bühne sein, ne? Warte, ist der ein Singer oder ein DJ? Weil ich sehe da so DJ-Platten hier. Aber ja, worauf ich hinaus wollte... Also ein mega Schlappohr-Statue. War das das eben gerade? Here we are, Alice. We have now arrived in Hyperion City's heart, the Concert Square. As you can see by the crowd, you can guess this is where the Great Wallace Daddy is going to perform. If I'm being honest, I'm also a big fan of his. I can't wait for the show to begin. Forgive me, I'm so excited that I got carried away. Let's keep up with our walk, there's still much to see. Ich würde mich am liebsten selber umgucken, aber gut. Scheint aber auch schon eine recht große Stadt wieder zu sein. Was? Oh, diese Sterne, ach! Ist es jetzt eine Anspielung an Hollywood hier? Weil ich kenne diese Sterne. Und der sprüht tatsächlich Graffiti. Oder ist es eine Sie? Ich kann es gerade nicht erkennen. This is Hyperion Rail Station. This is where the Quasar Express departs for Western City. Hier werden überall Graffitis herumgesprüht. But you can admire the incomparable sunset on the rocky heights of Sunflower Canyon. As you can see, it's covered in murals. But don't worry. This stylistic choice is simply part of the general atmosphere you can perceive in town. Also ist das eigentlich eine legale Sache. Weil ich weiß ja nicht, wie das funktioniert, weil... Also ist es in allgemein eher toleriert oder wie auch immer, weil... Ich weiß ja nicht, wie es legal ist mit den Graffitis, weil... Es wird wirklich bei manchen Stellen überhaupt nicht gern, also an manchen Stellen wird es überhaupt nicht gern gesehen. Es gibt natürlich Stellen, wo man es natürlich rauftun kann. Und vor allem ist es auch Teil, und vor allem ist es sogar manchmal etwas Offizielles. Manchmal ist es Teil als, wie soll ich sagen, als Sehenswürdigkeit mehr oder weniger zu betrachten. Das kommt mal vor, aber ja, ansonsten... Bin ich nicht so wirklich gebildet in Sachen Graffiti. Es sieht natürlich aber cool aus, muss ich sagen. Was man da alleine schon mit Farbsprühdosen so alles an Kunstwerke auf die Wand kriegt, finde ich manchmal schon beeindruckend. Das ist auch wieder ein Beispiel, wie zum Beispiel dieser eine Drachen-Pokémon entwickelt durch den die Weiterentwicklung von einem Köder-Pokémon. It's not abandoned, although it seems like it is out of order due to a breakdown. Do you have anything to do with it, by any chance? Nein, nein, ich glaube nicht. Ich weiß nichts davon. Wow, der ist an mir dran. Der weiß, was los war. Ist das die Arena? Oh, Mann, die ist aber riesig. Ja, tatsächlich. Das sieht mir auch aus wie ein Konzert hier. And here we finally are, to Hyperion City's gym. Wallace Daddy's abode. At the top of the skyscraper, there is the golden studio where Daddy arranged all of his albums. Moreover, inside, the most talented artists under the gym leader's wing are going to challenge you to the beat of music. Too bad you have to wait until you can prove yourself. Here, since the gym is closed, but there's a surprise. To celebrate tomorrow's event, Daddy set up a buffet for the whole town and free of charge to boot. Mmm, what a golden boy, quite literally. I won't be able to see you at work and she for you, but I'll be more than glad to partake in this feast. Come on, let's get in. Hey, ich möchte erstmal ins Pokémon Center. Oh mein Gott, ein Schlüssel. Nimm mal den tatsächlich her. Ist da jetzt praktisch ein Kellner hier? Welcome. This buffet has been arranged on Mr. Daddy's kind behalf to promote his new song coming out tomorrow. You may serve yourself and remember that everything is free of charge. Also, gut, ich habe auch einen kleinen Appetit hier und es sieht alles auch wirklich gut aus. Look at all this delicious. If you don't mind, I'm gonna dig in alles. Okay, Mahlzeit. Ah, jetzt können wir uns frei bewegen. Naja, ich könnte mir auch ein paar Sachen mitnehmen. Okay, den Wein lasse ich lieber stehen. Antialkoholiker. Klar wie Kloßbrühe.
Und was ist das? Ist das ein Spritzer Weiß? Oder ist es doch gewöhnliches Wasser hier? Sieht mir eher wie Wasser aus, aber es könnte auch ein Weißwein sein. Wer weiß. Was da alles, oder ein Shampoos halt. Na gut, ich nehme auch nochmal was. Das sind ja auch hauptsächlich Beeren hier. Ah, und auch ein paar Törtchen auch gemacht aus Beeren. Nom. Ah, okay, danke, ich bin satt. Ich muss auf meine Linie achten. Sind das alles Platten? Nicht schlecht. Und natürlich hier wieder eine weitere Variante von Arena-Leiter-Musik. Und auch hier. The screen showing some clips about Valis Daddy's background. Are you interested? Schauen wir uns das mal an. He was left an orphan and since his childhood, Santana lived in the slums of Alola region where he used to snag something here and here for a living. During one of his shenanigans, he got in touch with a gang of thugs, known as Team Skull. Wir bekommen tatsächlich jetzt auch noch eine Alola-Anspielung, also Anspielung an die siebte Gen. And he joined shortly after, admiring the brotherly spirit between its members. Naja, das muss man an Team Skull schon lassen, weil man kann sagen, was man über sie will, ich und sie auch vergleichen mit Team Yell, aber anders als Team Yell, Team Skull mag zwar auch jetzt schon eines dieser eher weniger ernstzunehmenden kriminellen Organisationen sein, im Vergleich zu den früheren. Aber sie haben auf jeden Fall etwas, was noch außerhalb, dass sie unterhalb sind, haben sie auch noch etwas anderes, was haben sie auch noch zum Beispiel ihre Zusammenhalt, ihre brüderlichen Geiste oder was auch immer und natürlich auch die Coolness. Und den Comedy-Faktor, der sie herausstechen lässt. Also, da habe ich ja noch gesagt, das gehört noch. Also, da fand ich, deswegen mag ich sie an sich immer noch. Anders als Team Yell, die ja nur eine Bande von Hooligans ist. Gut, sie haben auch teilweise Unterhaltungsfaktor, aber trotzdem, sie haben nicht so viel. Es kommt mir nicht so vor, als hätten sie da wirklich so guten Wert, wie jetzt schon Team Skull noch hatte. Team Skull ist wirklich da schon deutlich besser. After proving his talent in several freestyle battles, he picked the boss' interest and was told by him to plunge in the music business. Will you keep watching? Ey, ernsthaft? Bromley hat ihn dazu inspiriert? Ja, cool! Thus, the young Santana wrote a few songs, but unfortunately the inventive sound was not well appreciated in the traditionalist Alola. For this reason, the boss, who was like a father to him, suggested the young talent to leave Alola and move to Eldu, the region of musical innovation. Das ist einfach nur cool. Eine Krimi-Organisation sorgt dafür, dass er eine legale Arbeit findet. Vielleicht war es auch zu der Zeit, nachdem bereits Bromley mehr oder weniger rehabilitiert worden ist, weil weil er wird ja dann eher gut, sagen wir es mal so. Sowohl in Sonne und Mond als auch Ultrasonne, Ultramond. Following his suggestion, the Alolan kid left for Eldu, more precisely in Westar City, where after all his efforts he had a great success as Wallace Daddy. Also Santana heißt er. Boah, cool, dass wir mal ein bisschen Hintergrundgeschichte zu den Arena-Leiter bekommen. Props an die Entwickler, an sowas zu denken, weil wirklich, das einzige Mal, was Game Freak und die Pokémon Company da wirklich zustande gebracht haben in Bezug auf interessante Arena-Leiter, waren ja die fünfte Gen. Da haben sie wirklich auch die Arena-Leiter deutlich interessanter gemacht, vor allem auch in Bezug darauf, dass sie auch in der Story mit involviert waren. Anders als jetzt zu manchen anderen Arena-Leiter, vor allem die Renner der 6. Gen waren da für mich schon die vergesslichsten. Leider. Ich weiß nicht, für die kamen mir irgendwie so nicht existent vor und so extremst vergesslich. Da kann ich schon wirklich von der 5. Gen appreciaten, was sie dann mit den Arena-Leiter gemacht haben. Weil, klar, 1. und 2. Gen waren natürlich auch gute Arena-Leiter, ganz klar. Sie waren aber trotzdem nicht so wirklich mit der Story involviert. Aber immerhin waren sie schon allein in ihrer Personalität schon etwas, waren sie schon etwas
mehr herausstechend im Vergleich zu vielen anderen. Gute Anime ist vielleicht auch schuld daran, weil besonders Misty und Rocco stechen am meisten heraus, weil die waren ja schon die längste Zeit mit Ash zusammen, besonders Rocco. Der war noch länger dran. Ist halt nun mal, ja. Das ist wahrscheinlich auch ein Faktor, das dafür spricht, dass die Arenaleiter auch noch so interessant waren. Aber ja, auch im Spiel an sich haben sie schon genug interessante Persönlichkeiten, die mir gefallen. Hell to the no, the best track is El Dorado. No way, I'm telling you, Roots is way better. Oh Mann, das Design von den Skatern? Oder Gangstern? Wie soll ich das nennen? Vielleicht Graffiti-Künstler? Naja, Gangster-Style ist das halt. Hip-Hop-Style. Cool, dass man das auch wirklich richtig nochmal integriert in Pokémon. Gut, es ist ein Fangamer trotzdem. Oh. Das muss wohl ein DJ sein. Daddy can range from freestyle to meaningful songs. That's why he can always meet the public needs. I really have to go back to the era of 8-bit USTs. Girl, that was music. 8-Bit-Musik, ja, okay. Da gab's auch schon schöne Tracks. Ich meine, ich bin auch mit den Game Boy und Game Boy Color aufgewachsen. Also zusätzlich aufgewachsen, weil ich habe ja schon, ich bin ja dann schon eher bin Mega Drive Musik, Videospielmusiker zum ersten Mal. Also die erste Videospielmusik, die ich ja. Also die erste Videospielmusik, die ich ja zu hören gekriegt habe, waren ja von vom Sega Mega Drive. Mehr die 16-Bit-Soundtracks. Vielleicht auch ein bisschen von Super Nintendo, aber mehr vom Mega Drive. Damit war ich ja schon am ersten beschäftigt. Bevor ich dann mit 8-Bit... Gut, ich habe vielleicht auch ein bisschen NES gezockt, aber da habe ich auch wirklich sehr wenig nur gezockt davon. Ich bin ja dann erst mit 8-Bit-Musik so richtig auseinandergesetzt, nachdem ich den Game Boy und Game Boy Color besessen habe. I took some pics from my Instagram account. I'm gonna get tons of likes with the hashtag Wallace Daddy. Typisch Social Media sucht die. Okay, muss ich gerade reden. Naja, ich bin aber leider auch nicht so auf Twitter so extrem aktiv und da gibt's auch ein ordentlich. Ich glaube, ich möchte mir auch nicht Instagram oder Facebook antun und TikTok. Ich weiß nicht, klingt zwar interessant, aber ich glaube, das lasse ich auch lieber sein. Mir reicht schon Twitter an sich. Aber mal schauen, wie das noch wird. In a lot of ways, cooking is like music. Naja, schon. It's frustrating when what you consider your best work sometimes is not fully understood. Ja, Geschmäcker sind verschieden. Oh, these sweets look delicious, yum. Nice! Guys, you should try these cream puffs, they're damn delicious! Excuse me, there were no sweets arranged. Was there a change of plans? Since they've already been served, so be it. You may serve yourselves freely. Yay, dessert! So good! C'est magnifique! No, they wolfed them! Misters, we're really sorry you couldn't eat anything. Please accept this as an apology. Einfach mal ein Sonnenbonbon. Please forgive us for inconvenience. Also, der war storybedingt und den haben wir jetzt angesprochen. Ooh, the sweets look delicious. Whatever, Alice, it's time to go. Hey, ich bin ja noch nicht fertig gewesen. Ich wollte nur noch mit den anderen reden. Oh Gott. Also, man hat von den Süßigkeiten bereits... Man wusste noch nichts von den Süßigkeiten? Man wusste auch nicht, dass sie serviert worden sind? Und jetzt auf einmal stehen sie alle Schlange und nom 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 nom, schnabulieren alles auf. What the hell? These sweets were delicious. Alle sagen dasselbe jetzt. Ich wollte doch mit einem anderen NPC reden. Vielleicht hätte er auch was für mich gehabt. Welcome to the Appealing City's Gym. We're sorry, but the elevator is out of use at the moment. Ja, war klar. Aber das ist auch mal eine coole Arena, für ein cooles Setting für eine Arena. Meine Fresse. Ja, generell. Ich wünsche es mir wirklich so, dass vielleicht. Pokémon doch lieber
Pixel-Look geblieben wäre, weil man merkt, dass ein 3D ist, Game Freak leider nicht so gut geeignet. Hat man schon bei den letzten Spielen so gemerkt. Seitdem es 3D gegangen ist, ist da schon ein bisschen Charme verloren gegangen. Aber mal schauen, wie das in strahlender Diamant und leuchtende Perle noch so machen werden. Mal gucken. Kann ja sein, dass sie das ja... Ich denke mal, sie kriegen das schon irgendwie hin. Come on. Ich meine, was ich jetzt gesehen habe, sieht schon ein bisschen weird aus, aber man wird sehen, was sich noch ändert, weil... Und ja, bevor jetzt jemand sagt, in Schwert und Schild wurde auch gesagt, dass Änderungen vorkommen, da hat sich nichts geändert. Ja, es gab schon einige Änderungen dazwischen im Detail. Gut, jetzt nicht wirklich besonders herausstechende, weil zum Beispiel den Baum hätten sie ruhig fixen können. Die Textur vom Baum, aber ernsthaft. Aber okay. Ein bisschen Änderungen gab es ja schon, deswegen... Habe ich wirklich geglaubt, dass das auch noch geändert wird, aber... Ja... Gut, das war dann irreführend. Aber erstens, dieses Mal ist es Ilka, die daran arbeiten. Und selbst wenn, und auch bei Pokémon Legends habe ich auch die Hoffnung, dass da noch was besser wird, weil dem Framerate und grafisch und einige andere Details ist ja noch in Entwicklung. Und so, dieses Mal arbeitet auch das komplette Game Freak dran. Bei Schwert und Schild hat nur das B-Team gearbeitet. Gut, die haben es auch besser gemacht, mal mit Let's Go grafisch. Also grafisch waren es da insgesamt konsequenter, aber trotzdem, nur die Hälfte hat gearbeitet. Das komplette Game Freak arbeitet diesmal in Legends Arceus. Und wie gesagt, das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, dass das komplette Team mal an einem wirklich eigenen Projekt arbeitet und vor allem auch einen potenziell guten, als wenn sie jetzt wieder nur die eine Hälfte dorthin aufteilen. Und der andere Hälfte dorthin, damit, ja, keine gute Qualität garantiert wird. Gut. Das ist auch eine, also das ist auch einer der Gründe, warum sowohl Schwert und Schild, als auch vor alledem deren eigenes Spiel, Little Town Hero, ein Misserfolg wurden. Aber mit Pokémon Strand der Diamant leuchtenden Perle ist da schon wieder ein... Es sieht ja schon jetzt von vornherein besser aus, aus meiner Sicht jedenfalls. Es gibt ja leider Gottes Leute, die alleine schon vom Artstyle sagen, das ist halt ein Reinfall. Leute, chillt mal, ihr wisst doch nicht mal, was für ein Korn denn drin ist. Gott. Achso, das ist eine Rezeption. Habe ich gar nicht gesehen, dass da so Tresen davor sind. Ground floor, you will find Mr. Daddy's Fan Club, the perfect place to come for... Oder efficient, was? Aficionados. In addition, if you are interested in learning more about our city store, you can check out the info screens. Ist da noch mehr bei dem zweiten? Das habe ich noch gar nicht, Das ist, glaube ich, dasselbe nochmal. Aber das ist wirklich cool, dass das ein hier nochmal vorgestellt wird. Ah, der Spot. Too bad for the desert, but it's no big deal. Alice, you must be tired after such a long day. Must be hard to live as a trainer, huh? I know just a place where you can rest as much as you want. Come with me. Hey, ich will mich vorher noch umgucken. Werde ich jetzt hier gezwungen, hier... Na gut. Mir reicht schon, wenn ich jetzt ins Pokémon Center komme, weil ich möchte gucken, ob ich meinem Pokémon noch irgendwelche Attacken beibringen kann. Außerdem... Will ich noch einen Ort aufsuchen, wo ich, ist das... War das jetzt gerade, Team Dimension? Und what? Bekommen einen Raum? Ich dachte, ich könnte im Pokémon Center übernachten. Here we are, Alice. This humble house is all for you and your Pokémon. Make yourself at home. Get comfy and sleep to your heart's content. On that amazing bed. Now I really have to go. I wouldn't wanna be out of energy tomorrow. I'd suggest you take a nice nap yourself, but if you want to take one more stroll, feel free to do that. Anyway, sweet dreams, and I swear this isn't a joke about the buffet. Natürlich. Naja, aber ich bin kein Fan davon, dass hier überall Graffiti rumgeschmiert worden ist, aber gut. Ja, was soll man machen? Und die Flasche steht im Weg! Dass ich, ist tatsächlich ein Hindernis zwischen mir und dem Fernseher und dem Sofa. Ja, gut.
Immer ist das Bett sauber, also das ist schon mal das Wichtigste. Ja, ich will mich auf jeden Fall noch vorher umgucken, aber ich glaube, ich gehe erstmal ins Pokémon Center und konzentriere mich darauf zu gucken, ob mein Pokémon vielleicht noch andere Attacken lernen kann. Und dann will ich noch irgendwo hin, wo ich mir ein Pokémon, also wo ich mir noch ein bestimmtes Pokémon catchen möchte, weil ich weiß, dass es dort existiert, wo ich bereits war. Und ich habe es nicht gefunden. Daddy loves music so much that he decided to honor with an entire city founding project all by himself. Now, this is how Hypaleon was born. Hm? Oh. Huh, das ist aber ein nices Design. Hm. Mann! All diese braun gebrannten... Ich meine, vielleicht ist es auch von vornherein dunkelhäutig, aber all diese Dunkelhäutigen, ich weiß nicht. Die machen mich wirklich am ehesten an, aber sowas von. Oder wie soll ich, finde ich wirklich am attraktivsten hier, weil ich meine, denkt man zum Beispiel an, Kate aus Pokémon Schwert und Schild? Ja. Und die hier, die ist auch wirklich, nice. If I hadn't subscribed to the fan club, I would never... Never known that Daddy comes from Alola. Es kommt ein bisschen merkwürdig vor, wie sie ihn alle Daddy nennen. Aber so ist das. Das ist halt nur so ein Künstlername. The best artists are the ones with troubled past. It's a fact. Naja, das muss nicht unbedingt sein. I can't just find the dust stone. I need to evolve my cat Packerbone. Ja, da gibt er nochmal den Tipp, wie man einen Packerbone entwickelt. Habe ich ja zum Glück schon gemacht. Hihi. Aber ich hoffe, dass ich ihm bald noch Erdbeben beibringen kann. Es stört mich nach wie vor, dass es nicht Schaufler lernen kann. Ich meine, what the fuck? Na schön. Mal sehen, was du für feine Attacken sonst noch drauf hättest. Hm. Das war's? Es gibt nichts anderes? Ich dachte es... Frustration? Ernsthaft? Gut, das wäre natürlich... Das ist natürlich ein passender Tag, aber ich dachte, es würde noch mehr lernen. Weil ich dachte, seine weiterentwickelte Form hätte auch mehr Attacken drauf. Aber da habe ich mich wohl ein bisschen getäuscht. Gut, dann verkaufe ich jetzt mal noch schnell die eine Perle, die ich geangelt habe. Darf ich gerade davon reden? Angeln! Ich muss ja auch noch den einen Typen ein Pokémon, bestimmtes Pokémon zeigen. So, wo haben wir es denn? Ja, richtig, das ist in der anderen Box. So, da ist es. Genau, der brauchte ein... Das ist ein Kidon, ne? Ja, Kidun. Dass man so ausspricht. Hm. Tue ich dich dafür mal kurz rein? So, passt schon. Der will einen sehen, ne? Schade nur, dass es nicht meine Box noch dazu zählt. This dude's music brings me back to my prime. Yeah. Überall Graffiti. Garados. Was ist das hier? Steht wieder kein Name. Ja gut, wie gesagt, wir gucken uns erstmal ein andermal um. Jetzt erstmals, ich gucke, dass ich dem Angler jetzt mal das Kidun zeige, damit ich eine Profi-Angel kriegen kann. Weil ich glaube, das ist eine Profi-Angel, die er hat. So, wo ist er denn? Da unten war er, ne? Hä? Vielleicht weiter oben. Ach komm. Gib doch Ruhe. Oh shit. Ich habe gerade das langsamste Pokémon vorne. Ja, und da muss das natürlich das passieren. Ugh. Komm, verschwend nicht meine Zeit, bitte. Endlich. Na komm. Wo ist es denn? Was ist denn der Superschutz da? Muss ich mir auch wieder kaufen. Hab jetzt nur noch 10 Stück insgesamt zur Verfügung. Ah, da ist er ja. Ja, ich habe eins. Well, let me see. Look at this bright colors. You caught a really good kid, and you know? And Fisher always keeps his word. So, here's what I promised you. Die Profi-Angel. Nice. Have fun, young Fisher.
Vielleicht probieren wir es mal kurz aus. Vielleicht finden wir dann. Vielleicht angeln wir dann ein nices Pokémon damit. Schauen wir mal. Ach so, das macht genau. Hä? Und was ist dann mit dieser Spezialangel? Das ist doch genau dasselbe hier. So wie jetzt schon mit der. Spezialangel. Wo ist da jetzt der Unterschied? Gibt es andere Fische damit zu fangen? Also andere Fische, andere Pokémon damit zu fangen. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Oder bekommt man da bessere Schätze? Ich versuche einfach mal bis zum Ende durchzukommen. Schauen wir mal. Oh! Das war schon knapp. Die Hindernisse werden schon ein bisschen ärger. Und tatsächlich, da habe ich's. Dampbrock. Nein, das ist immer noch dasselbe. Ach, ich habe die Spezialangel ausgewählt, ich Depp. Das wollte ich nutzen. So. Ich Depp. So, was haben wir da Feines geangelt? Gut, ich hab's probiert. Lass mal das jetzt. Ja, aber gut. Es ist wie bei der normalen, Profi-Angel, wo man immer Level 20er Pokémon fängt. Ich glaube, bei der Super-Angel fängt man dann Level, Level 40er Pokémon. Ich glaube, das war aber auch erst nur bei der zweiten Gen. So schätze ich mal. Gut, dann, würde ich sagen, fliegen wir mal zurück. Ach, ich liebe es. Da brauchen wir auch nicht mal einen Attacken-Slot dafür. Das finde ich schon wirklich gut gemacht hier. So. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, dass ich jetzt den Ort schnell erreiche, weil der Part ist schon ziemlich lang. Es wird Zeit. Na endlich, da ist es! Boah, ich habe fast eine halbe Stunde nachgesucht, aber hier ist das Pokémon, nachdem ich Ausschau gehalten habe. Dusmee! Ja, das will ich jetzt noch fangen und als neues Teammitglied reinholen. Ja, kriegt das halt jetzt ein Nestball. Vielleicht wirkt das gleich, weil ich kann es leider nicht schwächen. Dafür ist ein Pokémon bereits zu stark. Hat geklappt! Dusmee ist unserem Besitz! Dusmee! The cheating Pokémon. Is a desperate for attention and makes everything with the sole purpose of getting noticed. When it fails, it starts whining as baby. Oh Mann. Also ein also eins, das nach Aufmerksamkeit schreit, dann Postmahlzeit. Na, da bin ich mal gespannt, wie das noch wird. Aber ja, haben wir das jetzt geschafft? So, und jetzt wird das noch schnell zurück in die Stadt komme. Nach Hypalion City. Und mein neues Teammitglied auch noch hinzufüge. Und den nächsten Part, ja, Wind wird sichtig. Ich würde sagen, Tohaido X. Er war mir zu fragil und ja, jetzt werde ich mal gucken, dass ich das irgendwie noch offscreen ein bisschen trainiere. Und den nächsten Part machen wir dann weiter. Und wie immer gilt, wenn es dir gefallen wusste, dies bestimmt ist, ein Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Schauen wir mal, was für ein Wesen das eigentlich hat. Ah ja, auf physischen Angriff. Aber gut, das scheint mir Spezialangreifer zu sein, wenn ich das jetzt so sehen darf. Ja, aber wie gesagt, danke für die Aufmerksamkeit und ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crossword Vegetinein. Bis nächsten Part von Let's Play Pokémon Xenoverse. Also Wiedersehen und Tschüss, Leute.